Tag 4. Hallo meine kleinen Zuckermann, willkommen zurück bei Pineview Drive. Ja, wir haben Tag 4 erreicht. Und Tag 1, 2, 3 haben wir ja ganz gut überstanden, weil es nicht so schlimm, sag ich mal, ne? Weil es nicht so wild. Und ja, dann gucken wir mal. Jetzt machen wir natürlich erstmal hier die Bude an, natürlich die Spieluhr. Ja, ich mach wieder die Spieluhr an. Ich denke da an eine gewisse Person, die sich jetzt mal eine Hose ballert, weil ich es anmache. So, ich mache natürlich jetzt hier über Licht an. Klack. Und ich gehe auch wieder chronologisch vor. Check, was geht hier ab? Ich fange hinten an. Wir waren ja. Zuletzt mussten wir hier hoch, ne? War doch richtig. So, jetzt seht ihr doch auch die Pollen von hier oben, oder? Seht ihr die Pollen? Diese komischen blauen Dinger, die da durch die Gegend ballern. Komm ich hier schon durch? Natürlich komme ich hier nicht durch. Und es wird schon wieder dunkel. Was haben wir hier für Bilder hängen? Sehr angenehme. Alter! Die sieht gruselig aus. Jawohl, das werde ich mir auf jeden Fall hinhängen, so ein Bild von der Oma. Sieht ein bisschen gruselig aus, die Oma. Sieht so aus, als ob die aus dem Grab reingehüpft ist ins Bild. Vielleicht haben sie es ausgebuddelt, aus dem Stoff mal hingestellt für ein Foto. Weil sie gemerkt haben, Mensch, wir haben gar kein Bild von der Oma. Jetzt ist sie tot. Haben sie nochmal schnell rausgeholt und hingestellt. Jawohl. Überall Licht anmachen. Ich glaube, das Spiel wird nur so richtig, richtig heftig. Also ich habe schon Bilder gesehen von anderen Videos. Hallo? Und das war nicht fein, was ich da gesehen habe. Batterien. Beethoven, ne? Nicht Mozart. Ich habe letztes Mal gesagt, das ist Mozart, glaube ich. Das müsste eigentlich Beethoven sein. So, aber hier mache ich jetzt mal die Kerze an. Kann ich schauen. Nein. Da hat wer auch zwar Klavier geballert. Und ich habe schon jetzt Angst, vor The Door zu gehen. Ich muss sicher noch mal raus. Vor das Haus. Mal Licht an hier. Ich hätte kein Mensch aus. Ja. Checken wir natürlich hier alles ab. Gucken wir mal hier in der Ecke. Wir müssen ja wieder Schlüssel finden, ne? Bis jetzt habe ich noch keinen gefunden. Hallo? Ist hier wer? Ich glaube, hier ist keiner. Hier war einmal Tag 3, war. Ne, Tag 2 war die Schatulle auf. Da konnten wir was rausnehmen. Mal Batterie. Batterie sparen. Kerze an. Mal die Zeit rennen, schon nach 0 Uhr. Fuck, Alter, bin ich das? Das bin ich nicht. Fuck! Seht ihr das? Alter, was ist das denn für eine Scheiße? Hat geklingelt, Alter! Hat geklingelt! Wollen wir aufmachen? Alter, wir klingelten hier! Fuck, da ist wer! Fuck! Alter! Wie es geklingelt hat, ey! Das war ja geil!
Alter, ohne Scheiß, würde ich jetzt hier echt rumlaufen. In real life, ne? Ich wäre gestorben. 1000 Tode. Zur Tür, der klingelt, Alter. Da stand auch wer, ey, wieder. Geht ja gar nicht, Alter, wie das nicht geht, ey. So, hier nochmal rein. Ist da noch der Schatten? Alter, guckt euch den Schatten an. WTF! Kommt immer nicht durch. Alter. Ich wäre ja so locker und würde die Ghostbusters rufen. Wie mir Schauer im Rücken gelaufen ist, als die klingelt, Alter. Und die Alte, die guckt immer noch raus. Okay, wir machen wieder Tür für Tür auf. Ich lasse gleich die Lampe an. Ist immer noch verschlossen. War die schon auf? Hier ist das Gruselzimmer gewesen, wo wir eingeschlossen waren. Nachladen. Batterie nachladen. Okay. Ohne Witz, ich glaube, wir müssen mit diesem Schlüssel wieder die Bilderbuchfamilie. Welcher Freak hat hier gewohnt? Ohne Witz. Mal einen Blick riskieren. Da rumläuft? Natürlich nicht. Da. Also wer hier gewohnt hat, der kann ja nicht ganz sauber sein. Wir wohnen in so einer Gruselhütte. Die ist ja so schon gruselig. Also ich schätze mal, mit diesem Schlüssel geht es hoch. Ja, der guckt immer nur so eine Figur. Wer stellt sich so eine Figur hin, Leute? Wer stellt sich sowas hin? Hä? Ich nicht. Lampe aus. Ich muss immer sparen, Leute. Ich muss sparen. Pass auf, wir machen jetzt eine Schuhe. Wir gehen jetzt direkten Wege nach oben. Und gehen den Weg weiter. Alter, war das scheiße. Hat fett geklingelt hier, Alter. Ja, okay, der Schatten sieht normally aus hier. Boah, Alter. Das sieht gerade so an, ob einer die Treppen hochgeht. Verpiss mich. Ein bisschen gruseliger aus. Er ist es. Hallo? Irgendwer hier? Hier drücke? Mach nur Licht aus. Alter, wie groß ist das Haus, bitte? Geh mal hier lang, hier ist offen. Lichtchen anmachen. Batterien einpacken. Schlüssel, Batterien, einwandfrei. Hi. Ohne Witz. Ich muss mal über Kerzen an. Ich habe noch ein Streichholz, das müssen wir aufpassen. Ich bin ein bisschen verschwenderisch jetzt. Gerade eben. Oh, einen Kamin anmachen, das wäre jetzt toll, Alter. Okay, hier schon wieder ein Zettel. Das heißt, wir haben die Runde geschafft. Würde ich sagen, dann ist ja immer Ende hier, ne? Ich guck trotzdem mal raus, Alter. Ist das gruselig. Da geht's auch weiter. Da oben ist noch was. Streichhölzer for the win, ey. Einpacken, ey. Alles einpacken. Das ist immer wieder voll geladen. Ach, das wird immer gleich aufgefüllt. Ich dachte, alles da. Guck, jetzt haben wir wieder 10 Stück. Können wir jetzt 10 Kerzen noch machen. Linda war sich sicher, dass einige Möbel gestern noch anders gestanden haben. Ich glaube aber, dass sie es sich nur eingebildet hat. Also das klingelt auch ja schon, ne? Ganz schön gruselig. Tag 5. Spielstand wurde gespeichert. Und wir fangen wieder.
hier an. Das ist das gruselig. Und das Blöde ist, ich habe das Gefühl, wir müssen immer wieder... Ändern sich die Bilder hier? Hing das vorher auch schon? Das Pferdebild ist ein anderes. Hallo? Also ich werde hier trotzdem, trotz alledem, ne, da wollen wir ja alles abgehen. Überall die Funzeln anmachen. Ich werde hier alles mitnehmen. Kein Bock auf Überraschung, Alter. Kein Bock. Ganz schnell die... Ich werde mich ein bisschen beeilen hier. Weil ich das Gefühl habe... Oh, ich dachte da unten der Topf. Ich dachte, da steht, guckt einer durch hier. Durchs Fenster. So, du Homo, ey. Hab ich das hier angemacht? War das hier der Raum? Hör mal noch zu. Fuck. Hau ab. Hallo! Okay, jetzt nix. Ich gehe weiter. Wer hier rumpelt in der Bude? So, jetzt will ich wissen, was hier los war, Alter. Hier, wo ich die Kerze angemacht habe mit dem Schatten. Das war nicht fein von euch. Immer noch nicht. Also die beiden gehen immer noch nicht. Das ist, glaube ich... Da müssen wir noch ein paar Tage überstehen. Okay, hier noch irgendwas. Nein, ey, vielleicht sicher was draußen. Wo ist die scheiß Vogelscheuche? Die muss man im Auge behalten. Da habe ich ein bisschen Schiss vor, ey. Dass die mir als Leder will. Zu. Hier, Ruselzimmer. Alles Paletti. Hier ist das Arbeitszimmer. Sieht aus wie das Arbeitszimmer von jemandem, der ein bisschen an einer Pfanne hat, sich hier einen Totenkopf hinzulegen. So, weiter geht's. Ich frage mich, ob ihr auch so ein Schiss habt wie ich, immer die Türen aufzumachen. Ich muss mich immer so ein bisschen, darum beeile ich mich immer so, die Türen aufzumachen, ein bisschen überwinden. Weil ich immer Angst habe, da kommt gleich was. Wenn ich die Tür aufmache, jetzt bam. Das heißt, wir müssen, ich schätze einfach mal ein bisschen oben weiter. Außer es klingelt wieder. Alter. Schlüssel. Das war knapp. Immer noch da? Der Schatten ist weg. Boah! Das kribbelt, Alter! Die Frage ist jetzt, wo muss ich rein? Mal nochmal unten gucken, ob der Schlüssel jetzt geht, für unten? Ich glaube, der geht nicht von unten. Aber ich muss hier die Türen auch aufmachen. Ah, nee, hier war ich ja überall. Aber es verändert sich hier mal irgendwas. Doch hier das Licht angemacht, oder? Ihr Penner. Boah. Gruselig, Leute, gruselig. Wow, wow, wow. Also, wir gehen jetzt mal hier hoch. Ich mach nochmal die Funzel an. Gucken. Von hier oben irgendwas eben. Oh, guck mal, die Engel werfen auch Schatten. Ich glaube, hier muss man auch so auf Kleinigkeiten einfach achten. Zack. Ich werde mich gar nicht lange aufhalten. Ich werde hier durchbremsen. Bremsen. Hä, da waren wir vorher schon drinne.
Ach ne, hier waren wir. Stimmt ja. So. Ich hab so das dumpfe Gefühl, aber das dumpfe. Wir müssen jetzt hier durch. Ich sag's doch. Hallo? Oh, ihr Oma haben sie aber lieb gehabt hier. Guckt das an. Überhängen Bilder von der Oma. Da ist wieder das Bild mit dem Pferd. Ich möchte gerne Licht haben. Danke. Okay, hierfür haben wir auch einen Schlüssel gefunden. Das ist der nächste Schlüssel. Oh, ist da Licht? Sehe ich nicht. Streichhölzer aber. Batterien. Oldschool mit Kerze an der Wand müssen wir hier noch. Ja, okay, hierfür war der Schlüssel. Da ist der nächste Brief. Jetzt einmal sie rumpelt. Schlüssel. Tür ist verschlossen. Okay, kann ich noch nicht aufmachen. Ich werde jetzt den Brief lesen. Es gab ein leichtes Gewitter. Das kann einem schon unheimlich sein in diesem großen Haus. Auf jeden Fall, Leute. Tag 6. Jetzt geht's, glaube ich, an eine Wurst. Aber ich werde mich an dieser Stelle verabschieden. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielleicht klingelt es in der nächsten Folge wieder. Wir werden es sehen. Eure Zockermade.